Hallo und herzlich willkommen in diesem Gerichtssaal. Wir spielen heute Sea Dracula, das ist derzeit der Marktführer im weiten Bereich der Tieranwälte-Tanzrollenspiele. Und die Regelüberleitung wird gleich Franz Jansson übernehmen, der ansonsten die Perkussion an sich genommen hat, weil er A. Musiklehrer ist und zweitens nicht tanzen möchte. Wir werden alle tanzen müssen und warum, erklärt uns jetzt Franz. Franz! Wir spielen heute Sea Dracula, das Tieranwälte-Tanzrollenspiel aus dem Urwerk Verlag. Es geht dabei um Tieranwälte, die tanzen müssen, um in Kriminalfällen die Wahrheit zutage zu fördern. Am besten lese ich kurz mal den schönen Intro-Text von Sea Dracula vor. Das geht auch ganz schnell. Animal City ist eine Stadt, in der hart arbeitende, sprechende Tiere leben, die für ihre verrückten Namen und albernen Meinungen bekannt sind. Die Stadt ist berühmt für ihr sinnwidriges Rechtssystem, in dem Anwälte nicht nur Gerichtsprozesse führen, sondern auch Monster bekämpfen und Partys veranstalten. Dieses legendäre Rechtssystem verdankt man einem großen juristischen Pionier, dem Giraffenanwalt Sea Dracula. Die stolzen juristischen Traditionen wurden von Generation zu Generation weitergereicht, wobei ihre wahre Bedeutung schleichend in Vergessenheit geriet. Heute wirken sie nur noch seltsam und obskur. Mach niemals den Fehler, die Rechtsordnung von Animal City mit der dir Vertrauten zu verwechseln. Die Anwälte von Animal City streben nur nach dem Sieg. Alles andere, selbst das Wohlergehen ihrer Mandanten oder die Rechtsstaatlichkeit, sind für sie nur zweitrangig. Sie tanzen den Tanz der Tieranwälte. Einfache Sterbliche wie wir können nur daneben stehen und das Schauspiel ehrfurchtsvoll bewundern. Kommen wir zu den Regeln von Sea Dracula. Zunächst mal sollte sich jeder einen Anwalt ausdenken. Wir haben hier bereits drei Anwälte. Ihr könnt euch einen Anwaltsnamen, eine Tierart und einen Mandanten, den ihr vertretet, ausdenken. Und das haben meine heutigen Anwälte bereits schon mal vorbereitet. Und das würde ich bitten, euch vorzustellen. Ich fange ja mal an. Mein Name ist Lucius Schrimpanse. Ich bin natürlich ein Tanzbär, wer hätte das anderes erwartet. Und ich vertrete die Bürgerinitiative für das Flugverhalten der Möwen im Kontext der Gezeiten. Mit Danke. Ausrufungszeichen. Natürlich. Sehr schön gesagt, Herr Kollege. Mein Name ist Zigzag Zola. Ich bin ein Karpfen. Ich bitte, das jetzt vorzustellen als ein Karpfen in einem Anzug in einem Aquarium, das dann immer reingetragen wird. Und mein Mandant ist heute die internationale Lügenpresse. Mein Name ist Thorsten Truthahn. Ich bin ein Pinguin und vertrete heute die Thermodynamik. Dankeschön. Die Thermodynamik ist ein bekannter Mandant, der schon öfter in Fällen vertreten wurde. Und meistens gewinnt. Meistens gewinnt die Thermodynamik. Kurz zu den Spielregeln des Spiels. Ich werde gleich einen Tatort präsentieren. Die Anwälte können, das ist eine Form von so Player Empowerment, sowohl Zeugen als auch Beweise hinzufügen. Jeder in diesem Fall heute mal zwei Stück, normalerweise drei. Wir verschlanken es etwas. Player Empowerment oder der Meister ist faul. Ja, genau. Danach tritt das Spiel in seine entscheidende Phase, nämlich die Gerichtsverhandlung. In der Gerichtsverhandlung dürfen reihum die Anwälte einen Zeugen aufrufen oder einen Beweis präsentieren. Wenn sie einen Zeugen aufrufen, erklären sie einen anderen der Anwälte zum Zeugen und dieser muss in der Rolle des Zeugen die Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Zu einem beliebigen Zeitpunkt sagt der eine Anwalt, das beweist meinen Punkt ausreichend und beendet die Befragung. Entweder wird dem stattgegeben, dann bekommt derjenige einen Anwaltspunkt oder der Zeuge wird ins Kreuzverhör genommen, dann darf ein anderer Anwalt ihn befragen. Bleibt nur einer übrig, wir merken das. Dann entscheidet, wer den Anwaltspunkt bekommt, ein Dance-Off zwischen den beiden. Ein Beweis zu präsentieren heißt, ich präsentiere den Beweis, erläutere, warum er meine These erhärtet. Dem kann stattgegeben werden oder Einspruch erhoben werden. Wenn Einspruch erhoben wird, muss getanzt werden, um zu beweisen, dass der Beweis gültig ist. Eine dritte Möglichkeit ist, eine Unterbrechung zu beantragen. Hier gibt es drei Untermöglichkeiten. Man kann eine Party schmeißen, dann müssen alle tanzen und zwar mehrere Tänze. Man kann einen Monsterkampf machen, denn die Tieranwälte sind auch für die Verteidigung von Animal City verantwortlich. Oder man kann eine Pause beantragen. Die Gerichtsverhandlung darf nicht geschlossen werden, bevor jeder Anwalt einmal eine Pause beantragt hat. Soweit die Regeln, soweit bekannt. Ich erläutere... Wir werden wahrscheinlich noch Nachfragen haben. Das ist normal. Wir erläutern den Tatort. Der berühmte Kredithai Crocco Camarilla und seine Frau, die Papageien-Streetart-Künstlerin Vivian Beagle Wisham, wurden Opfer eines grausamen Mordes. Man hat ihre ausgestopften Körper in der Dekorationsabteilung eines örtlichen Baumarkts gefunden. Soweit der Tatort von mir. Jeder von euch darf zwei Zeugen und zwei Beweise hinzufügen.
Ich habe die Tierarten von Croco Camarilla und Vivian Beagle Wisham nicht mit. Croco Camarilla ist natürlich ein Papagei. Danke. Ein Konzernhai. Das ist das Gleiche. Und seine Frau ist Papageien-Streetart-Künstlerin. Heißt das, dass sie eine Papageien ist, die Streetart macht, oder ist sie eine Künstlerin, die sich auf Papageien-Streetart... Sie ist eine Papageienfrau, die Streetart-Kunst macht. Danke. Und ausgestopft in einem Baumarkt. In der Tat. Zwei Zeugen, zwei Beweise. Ihr Fall. Muss nicht sein. Alles klar. Geht es reihum um einen Beweis oder einen Zeugen und noch einen anderen Beweis und noch einen Zeugen und noch einen Beweis und einen Zeugen oder einen Beweis und einen Zeugen zu präsentieren? Ja, also mein erster Beweis ist dieses halb gegessene Eis. Das wo gefunden wurde? Na, am Tatort, wo sonst? Ein halb gegessenes Eis, das sich bis jetzt gehalten hat, oder betrachten wir jetzt hier eine Tüte mit flüssig gewordenem Eis? So wie eine aufgeweichte Hülle da. Naja, wir haben nochmal ein zweites Eis dafür genommen, damit das auch so aussieht, wie es am Tatort läuft. Und auf die gleiche Menge abgegessen. Ich hoffe doch. Gut. Beweis oder Zeuge? Beweis oder Zeuge? Mein Zeuge ist Fridolin Bensteak. Das ist ein Schlangenmensch-Gespensterschreck. Also ein Gespensterschreck, der als Schlangenmensch arbeitet. Und zu dem Zeitpunkt, vermuteten Tatzeitpunkt, ein Einbruch in diesem Baumarkt begangen und gerne eine Straffreiheit dafür gegen seine Aussage tauschen würde. Ein Kronzeugenregen. Ja. Gibt's auch in Animal City. Beliebt natürlich. Gut. Bin ich jetzt schon. Mein erster Zeuge ist Trank Vander, ein sprachgestörter Dachs und ein Hardcore-Kunde in diesem Baumarkt. Okay. Ja, ich habe natürlich auch Zeugen, und zwar Friederike Fliegenschiss, ein weißer Pottwallbulle. Er ist der Schutzgelderpresser dieses Baumarktes und er liebt italienisches Essen. Mein erster Beweis ist ein Fahrstuhl, in dem Eisenspäne und Stopfmaterialspuren gefunden wurden. Oha. Ja, ich glaube, das könnte sehr relevant werden für den Fall. Ich bin mir nicht sicher, warum. Mein erster Beweis sind nasse Fußabdrücke. Ja. Dann komme ich gleich zu meinem zweiten Zeugen, und zwar ist das Bob Tail, eine junge Kojotin. Sie ist drogensüchtig, hauptsächlich nach Zucker, und sie ist einfach zufällige Schaulustige. Ja. Mein zweiter Zeuge ist Jackson Drake, ein Rotkehlchen. Der warb zum vermuteten Tatzeitpunkt vor diesem Baumarkt für einen Sozialverein, der jugendliche Verbrecher aus der Gattung, verschiedenen Vögelgattungen wieder in die Gesellschaft von Animal City eingliedern will. Und meine zweite Zeugin ist Ingeborg Truthahn, eine Pinguinin und bestimmt nicht meine Mutter. Was hat mein zweiter und letzter Beweis ist ein abgerissener Krokodilarm. Mein zweiter und damit auch letzter Beweis ist ein Blumentopf, der am Tatort gefunden wurde und voll von überraschend gutem alkoholfreiem Fruchtpunsch ist. Mein zweiter und letzter und eindeutiger Beweis ist, dass dieser Fall fischig riecht. Vielen Dank den Anwälten. Wir treten in die Gerichtsverhandlung ein.
Die Gerichtsverhandlung beginnt mit einem Eröffnungsplädoyer jedes Anwalts, in der Anwalt darlegt, was er eigentlich im Laufe der Gerichtsverhandlung zu beweisen sucht. Ja, also ich bin hier, ich vertrete ja die Bürgerinitiative für das Flugverhalten der Möwen im Kontext der Gezeiten. Wir haben auch eine wunderschöne Kulisse hier, um ein paar Beweise zu sehen. Was ich euch aber ganz klar darstellen möchte, ist, dass Möwen nur bei Flut den Leuten das Essen klauen und nicht bei Ebbe. Ich hoffe, dass ihr das verstehen werdet und eigentlich ist der Fall auch schon geklärt, denn ich habe ja recht. Danke. Danke, Herr Kollege. Ich vertrete heute die internationale Lügenpresse, ein sehr anerkannter Mandant vor diesen Gerichten. Und heute beschäftige ich mich im Auftrag der internationalen Lügenpresse mit einem Thema, das uns alle in Animal City sehr bewegt. Und zwar ist das die Evolution. Und ich möchte hier anhand dieses Falles einmal und endgültig beweisen, Evolution ist ein Arschloch. Vielen Dank. Ja, das ist spannend. Ja, wir stehen uns dann hier mit dran gegen. Ich vertrete heute die hochwohlgeschätzte und schon oftmals zu diesem Gericht anscheinend aufgetretene Thermodynamik, die nun einmal am Ende immer Recht behält. Und auch in dieser heutigen Frage, die ich zu beweisen gedenke, nämlich dass Star Wars besser ist als Star Trek, wird sie wieder Recht behalten. Auf wie viel Noten ist es geberpflichtig? Gut, ich danke für die Eröffnungsplädoyers. Wir treten in die Verhandlung ein. Übrigens, ich möchte kurz anmerken, dass ich das Gefühl habe, dass die Musikbegleitung hier schon auf einer Seite steht. Ich hätte jetzt gern noch einen gemafreien Star Trek Jingle. Einspruch! Danke, danke. Quartenstapelung ist erlaubt bei der GEMA. Und damit wäre auch dieser Fall schon beigelegt. Genau. Gut, wir treten in die Gerichtsverhandlung ein, in die Beweisaufnahme. Wir fangen in der bewährten Reihenfolge an. Es kann ein Zeuge aufgerufen, ein Beweis aufgerufen werden oder eine Unterbrechung beantragt. Ja, dann möchte ich erstmal meinen Zeugen Friederike Fliegisches hervorrufen. Oh, keine Unterbrechung finden. Bitteschön. Ich habe eine Sache noch nicht erklärt. Wenn die Zeugenbefragung beginnt, muss der Zeuge vereidigt werden. Dazu liest er den Eid des Sea Dracula vor, der auf der Rückseite des Regelbuchs angegeben ist und setzt an der Stelle, wo in Klammern Name steht, den Namen des befragten Zeugen ein. Ich habe das jetzt dazu erklärt, weil es beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Friederike Fliegenschiss? Richtig, Friederike Fliegenschiss. Der weiße Pottwalbulle. Ja, das muss man, glaube ich, nicht dazu sagen. In dem Fall das sieht man. Deswegen. Obwohl, das mit dem Bulle könnte ich jetzt nicht entscheiden bei Pottwalbulle. Ich, Friederike Friedenfliegenschiss, schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin. Doch meine Worte enthalten keine Gedanken, die unter dem Einfluss vom Axel Springer Verlag entstanden. Das schwöre ich mit dem freundlichen Grüßen, denn die Welt liegt mir zu Füßen. Und ich stehe drauf, geh drauf, für ein Leben voller Schatt und Rauch, bevor ich fall, falle ich lieber auf. Ist das GEMA-frei? Das würdest du Franz fragen. Die Zeugenbefragung kann beginnen. Ja, sehr geehrter Herr Fliegenschiss, Sie waren aus schutzgelderpressischen Gründen an Ihrem Arbeitsplatz. Ist das richtig? Ja. Sie sind weder verwandt noch verschwägert mit den Verstorbenen, Ausgestopften, ja? Das kann ich nicht wissen, denn ich kannte die Verstorbenen und Ausgestopften nicht. Nehmen wir als Ja hin. Folgendes. Ein Spruch. Er hat doch gerade ganz eindeutig gesagt, dass er das nicht weiß. Oh, ich glaube, ich möchte ins Kreuzverhör genommen werden. Achso, man kann nicht einfach Einspruch rufen. Ja, dann gehen wir los, ne? Der erste Anwalt darf noch zu Ende befragen, dann beginnt das Kreuzverhör und danach wird entschieden. Ja. Und dann kommt das Dance-Off. Mhm. Gut. Also, wir haben eine Menge italienisches Essen für Sie vorbereitet. Für die Aussage. Es ist doch so, dass es ihnen nur bei Flut geklaut wird von den Möwen und nie bei Ebbe, richtig? Das ist korrekt. Ja, danke, das reicht auch schon. Herr Fliegenschiss, wird Ihnen denn regelmäßig italienisches Essen geklaut? Bei Flut ja.
Herr Fliegenschiss, wie gut haben Sie denn im Kopf, wann Flut und wann Ebbe ist? Er ist in Bordwald, natürlich. Er befindet sich tief unter der Meeresoberfläche. Hören Sie auf, mir in meinen Teil des Kreuzverhörs reinzureden. Ich rede gar nicht, ich flüstere, das ist etwas ganz anderes. Entschuldigung, hören Sie auf, in meinen Teil des Kreuzverhörs hinein zu flüstern, per Zeichensprache zu kommunizieren, Flaggensignale zu geben oder anderweitig eine Einflussnahme auszuführen. Ja, danke. Okay. Auch Pheromone gelten nicht. Also, Herr Fliegenschiss, wie gut haben Sie denn den Ablauf von Ebbe und Flut in der Nähe dieses Baumarktes im Kopf? Sehr gut. Zum Beispiel, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt Ebbe oder Flut an diesem Baumarkt? Ebbe. Sind Sie sich sicher, Herr Fliegenschiss? Ebbe. Ich habe Ihnen übrigens, während Sie dies beantwortet haben, einen Teil Ihrer Ravioli-Pasta gestohlen. Sie Schwein! Bei Ebbe! Ja. Ich bin vielleicht keine Möwe, aber zumindest ein Teil Ihres Argumentes ist damit schon mal gänzlich hinfällig. Nein, es geht rein um Möwen und da haben Karpfen nichts bei zu suchen. Die versuchen meinen Fall hier zu manipulieren, das ist ja klar. Erhärtet das dein Argument? Wir kommen noch dazu. So, und Sie sind sich nicht sicher, ob Sie mit den beiden Toten verwandt sind? Das ist korrekt. Sie sind sich also als Pottwalbulle nicht hundertprozentig sicher, dass Sie mit einem Papagei, einer Papageien, Entschuldigung, einem Hai verwandt sind? Es ist kompliziert in meiner Familie. Lassen wir den Papagei mal außen vor, das kann immer mal passieren. Aber der Hai ist ein Knorpelfisch und Sie sind allem Anschein nach, es sei denn, Sie haben größere Dinge machen lassen, das möchte ich jetzt nicht unterstellen, ein Meeressäuger. Meine Mutter hat in vielen Fällen mitgespielt, sie brauchte das Geld. Sie sind sich also nicht sicher, ob Sie nicht vielleicht teilweise ein Knorpelfisch sind. Sie sind sich also aus diesem Grunde nicht sicher, ob Sie nicht vielleicht zum Teil Knorpelfisch sind als Wal. Das ist korrekt. Haben Sie möglicherweise Reste von Kiemen, obwohl Sie Lungenatmer sind? Das wäre möglich. Sie schüchtern meinen Zeugen zu sehr ein, das geht so nicht. Ich werde vorsichtiger weiterfragen. Ich lese aus Ihrer Reaktion darauf ab, dass das ein schwieriges Thema für Sie ist. Sie haben meine Ravioli gegessen. Nein, ich habe sie nur geklaut, Sie bekommen sie wieder. Ich habe sie auch keimfrei verstaut. Kein Problem, in meinem Aquarium. Also das hat Ihre Familie auch durchaus sehr belastet. Möglicherweise. Das ist immer ja so eine Sache mit unehelichen Kindern in Wahlfamilien. Das ist korrekt, ja. Und dass das überhaupt möglich ist, dass dieser Bulle darunter leiden muss, dass er möglicherweise teilweise ein Knorpelfisch ist in einer alten Wahlfamilie, beweist doch eindeutig, dass die Evolution ein Arschloch ist, indem sie durch diese Vermengungen und Verunreinigungen des Wahlstammbaumes großes Leid über eine Familie gebracht hat. Zwei gute Argumentationen, nur ein Anwaltspunkt. Wie wird das geklärt? Durch einen Konfliktlösungsmechanismus bei Sea Dracula, ein Dance-Off. Der verbleibende Anwalt darf aus unserer Tanzliste einen Tanz wählen. Die beiden Anwälte müssen tanzen. Der verbleibende Anwalt darf entscheiden, welcher seiner beiden Gegner den Punkt kriegt. Man könnte den Verdacht bekommen, dass Sea Dracula nur dazu geschrieben wurde, um Rollenspieler dazu zu bringen, sich total zu blamieren. Das ist richtig. So. Nee. Ich bin ja der Meinung, Rollenspieler haben überhaupt kein Gen mehr, um Blamage zu empfinden. Und das würde beweisen, dass die Evolution ein Arschloch ist. Ja, will ein Tanz. Aus diesen Gründen wähle ich Techno. Denn auch die Evolution der Musik ist ein Arschloch. Kannst du gleichzeitig? Ja, ihr tanzt gleichzeitig. Kampftanzen, Dance Off. Ein offenes Dance-Off nach den alten Regeln. Wie tanzen im Kampf.
sehr schwer gefallen, aber die Eskalation zum Ende hat es eindeutig klar gemacht. Herr Schimpanse bekommt diesen Punkt. Ein Anwaltspunkt. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Kürzung der Flossen mein Argument eigentlich unterstützt. Das ist ein Einzelfall. Hingegen, was hat Ihr Tanz bitte schön mit Möwen und deren Essen zu tun? Runde 1, Spieler 2. Das ist nicht lustig. Das ist keine Evolution, das ist Medizin. So, Dankeschön. Auch Medizin kann nicht lustig sein. Beweis, Zeugenbefragung oder Unterbrechung? Ich möchte eine Unterbrechung beantragen, um einen Schluck zu trinken. Deswegen werde ich... Oh Gott, wenn ich eine Party schmeiße, müssen wir alle tanzen. Nein, wenn du eine Unterbrechung beantragst und jemand Einspruch erhebt, musst du erstmal tanzen, ob du die Unterbrechung kriegst. Ich beantrage eine Unterbrechung. Einspruch! Heißt du zufällig Evolution? Ich würde jetzt zu diesem Zeitpunkt sehr gerne ein Ballett sehen. Ein Ballett. Noch eine Frage. Pause, Bosskampf oder Party? Welche Art der Unterbrechung? Ich bin für Party. Ich möchte, dass er auch noch tanzt. Party. Der Gastgeber darf einen Tanz aussuchen. Ja. Alle tanzen. Ja. Wer tanzt, bekommt einen Anwaltspunkt. Wenn der Gastgeber jedem einen Trink ausbringt, werden seine Punkte verdoppelt. Habe ich eine Sekunde Zeit? Da ist noch ein bisschen Alkohol drin. Geht das? Ja, rein aus Neugier. Ausdruckstanz oder Schuhplattler? Es soll eine Party werden. Ausdruckstanz. Das ist meine Art von Party. Alle sind deprimiert. Was ist der Ausdruckstanz? Ich hab's schon in meinem Kopf. Das muss sehr emotional sein, Ausdruckstanz. Ausdruckstanz ist eigentlich nur ein Ausdruck dafür, ich habe nichts gelernt, aber ich habe Gefühle. Gut, ich möchte gerne Gewalt ausdrücken. Ich beantrage, dass er da tanzt. Zeig, was du auf der Ball doch schon gelernt hast. Ich kann genau einen Buchstaben tanzen, der nicht in meinem Namen vorkommt, irritierenderweise. Ich auch, der in keinem Alphabet vorkommt. Ja. Das ist ein Publikum zu wenden. Ihr könnt euch sonst verarscht fühlen.
mir in der Gewalt gewünscht. Ein Anwalt gespürt. Von 10 Anwalt. Welch eine Party. Jemand schluckt großartig. Ja, Mann. Nein. Nein, nein. 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 Aha. Ah. Punktverdopplung. Erfrischend. Ja, verdient. Wenn der Anwalt jedem einen Drink ausgebildet hat. Ich glaube, ich gebe es auf. Ich habe nichts zur Hand, mit dem ich das Ganze irgendwie auffüllen könnte, ohne dass es wirklich widerlich wird.